Till Hammer zu Hause. Es ist 5 vor 10. Jetzt ist das Wichtigste aus Hessen, Deutschland und der Welt. Entschuldigung. Hitradio FFH. Die Nachrichten. Ich habe gerade rübergeguckt und denke, Pascal Küpper ist da. Nein. Sarah Maxen ist hier. Guten Tag. Es tut mir leid. Siehst du im letzten Moment. Bitteschön. Danke. Weihnachten und Silvester dürfen wir feiern mit maximal 10 Menschen zusammen. Darauf haben sich Bund und Länder geeinigt. Bis zum 23. Dezember aber werden die Kontaktbeschränkungen weiter verschärft. Treffen sollen nur noch mit maximal 5 Personen aus 2 Haushalten erlaubt sein. So wenig Kontakte wie möglich, das sei wichtig. Anders könnten besonders gefährdete Menschen nicht geschützt werden, so Bundeskanzlerin Merkel gerade in ihrer Regierungserklärung. Das sind 27 Millionen Menschen. Und deshalb sollte niemand so tun, als könnte man in einem Land vulnerable Gruppen schützen, wenn es 27 Millionen Menschen sind und dass man die einfach irgendwie aus dem öffentlichen Bereich herausnimmt. Das wird bei uns nicht gehen und ich halte das auch nicht für ethisch vertretbar, um das ganz klar gesagt zu haben. Hessen bereitet sich auf die große Corona-Impfaktion vor. Überall im Land entstehen in den nächsten Wochen Impfzentren. FFH-Reporter Benjamin May, wo genau sind denn Standorte geplant? Zum Beispiel hier im Odenwaldkreis in Erbach auf dem Wiesenmarktgelände. Dort soll extra eine Messehalle aufgebaut werden und Platz für viele Autos ist auch. Täglich werden ja hunderte Leute erwartet. Auch im Landilkreis, dort wird das Impfcenter in der Lanauhalle errichtet. Der Werra-Meißner-Kreis will in den Turnhallen des Oberstufengymnasiums Eschwege impfen lassen und in Wiesbaden wird das Rhein-Main-Kongress-Center zum Impfzentrum. Mitten in der Stadt ist das perfekt zu erreichen, auch mit dem Bus. Benjamin May, Erbach. Eine Übersicht über die geplanten Impfzentren in Hessen gibt's bei uns im Web und in der App. Ab heute wird es weihnachtlich in Marburg. Dort beginnt das Adventsleuchten. An allen Adventswochenenden von donnerstags bis sonntags werden Brücken, Gebäude, Kirchen und das Rathaus in der Oberstadt kunstvoll angestrahlt. Auch weil Weihnachtsmarkt und andere Veranstaltungen ausfallen müssen. FFH-Reporterin Anne Schmidt. Marburg will mit dem festlichen Flair dem Corona-Blues trotzen, aber eben pandemiekompatibel. Das sagt mir Stadtmarketing-Chef Jan-Bernd Rollmann. Es sei kein Massending, sondern für Paare oder Familien, um sich einzustimmen auf den Advent. Auch dank dutzender kleiner Weihnachtsbäume, die die Bürger hier selber schmücken sollen. Die Stadt leuchtet an allen Adventswochenenden. Und es gibt auch Weihnachtsbuden, aber immer schön einzeln über die Oberstadt verteilt. Anne Schmidt, Marburg. Und jetzt der FFH-Staupilot mit Daniel Franzen. Danke, Sarah. Gebietsweise starker Nebel im FFH-Land. Bitte fahren Sie deswegen besonders vorsichtig. A45 Hanau-Gießen zwischen Florstadt und Wölfersheim. 5 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten nach einem Auffahrunfall mit 2 Lkw auf der rechten Spur. Am besten fahren Sie ab Florstadt über die U93. Und dann haben wir noch die A66 Frankfurt-Wiesbaden zwischen Wiesbaden-Erbenheim und Wiesbaden-Biebrich. 2 Kilometer Stau an der Salzbachtalbrücke. Ein Hessenblitzer kommt aus Frankfurt, steht auf der Sonnemann-Allee stadteinwärts in Höhe des Aldi in einer 30er-Zone. Das hat uns Daniele über die kostenlose Blitzer-Hotline gemeldet. Vielen Dank. Martin Wettergut sagt Ihnen, wie lange es noch so grau und neblig bleibt im FFH-Land. Nee, sagt er offensichtlich nicht. Haben wir wohl ein Problem? Aber dann mache ich das eben. Also heute auf jeden Fall wieder typisches Novemberwetter. Es ist dauerneblig und grau, vor allem in den Tälern und im Norden. Teils aber auch schön mit Sonnenschein, wie die letzten Tage auch schon. Vor allem in den Bergen ist das der Fall. 3 bis 8 Grad heute. Die 8 Grad eben da, wo die Sonne scheint. Morgen auch oft Nebel und Wolken, etwas Sonne bis 7 Grad. Am Samstag Nebel und wieder mehr Sonne, ebenfalls bis 7. Und ab Sonntag dann weniger Nebel, mehr Sonne. Dafür wird's aber langsam kälter. Hitradio FFH. Wunsch abgeben.